Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist die Degusta-Box bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy ist hier auch mit ins Zimmer gekommen, weil, keine Ahnung, es ist Wochenende, er mag das, wenn ich am Wochenende viel da bin. Ansonsten ist mein Freund ja auch die ganze Zeit da, weil er da hat Homeoffice tatsächlich, ne, durch Corona halt. Ich fahre ja ganz normal noch entsprechend zur Firma wieder, endlich. Und egal, das waren jetzt so ein paar Nebeninformationen, die euch wahrscheinlich relativ wenig interessieren. Ich habe hier die Degusta-Box. Die kostet 15,99 € im Monat und ist eine Food-Abo-Box. Es ist Samstag, 12.21 Uhr und ich habe mega Hunger. Ich habe noch nichts heute gegessen, weil ich mich so auf diese Box gefreut habe und sie einfach mit euch zusammen vernaschen will. Ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle und darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, das ist eine Foodbox gefüllt mit wundervollen Geschichten. Also sowohl ganz normale Sachen, die man so All-Time-Favorite-mäßig kennt, als auch wirklich neue Produkte, die auf dem Markt sind. Und ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ja. Die ist ganz schön schwer. 10 bis 15 Produkte befinden sich hier nämlich immer drin. Und wir haben, upsala, hier tatsächlich dann immer so ein Butterbrotpapier. Uff. Und den ersten Blick in die Box. Dann haben wir hier auch manchmal solche Flyer mit drin. Das heißt, hier wird wahrscheinlich irgendwas von Swiss Delights drin sein. Oh, das sieht schon mal sehr, sehr ansprechend aus. Dann haben wir hier auch ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Es ist die September-Edition und ich will mich da auch gar nicht allzu sehr einlesen, denn wir haben hier den ersten Blick in die Box und ich habe Hunger. Ich nehme aber trotzdem nochmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, zur Hand, einfach um zu schauen, ob es gegebenenfalls Alternativprodukte geben würde. Wir haben hier auch immer so Informationen mit in diesem Heftchen. Zum einen, dass man halt Punkte sammeln kann und dann immer wieder Rabatte bzw. auch eine Gratisbox sich dann organisieren kann. Ich habe auch einen Code, mit dem bekommst du die Box ein bisschen günstiger, den blende ich dir hier mal ein. Genau, dann haben wir hier auch manchmal Rezeptideen mit dabei und genau, knusprige Hähnchenspieße, ich habe so Hunger. Und was wollte ich noch sagen? Degusta-Box Adventskalender, denkt auf jeden Fall dran. Der kostet 39,99 €, bekommt ihr auch dort auf der Homepage. Ich weiß nicht, ob mein Gutscheincode dafür funktioniert, das könnt ihr gerne mal ausprobieren und unten in die Kommentare reinschreiben, damit wir uns da mal austauschen können. Und ich möchte starten. So, als erstes haben wir etwas, und ich liebe es, von Nestle Schoko Crossies Crunchy Salted Caramel. Ich liebe süß und salzig in Kombination. Ich habe das noch nie irgendwo im Regal gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein neues Produkt ist. Es ist auf jeden Fall das Produkt des Monats. Jedenfalls steht das auf meinem Flyer hier drauf. Und ich liebe Schokocrossis. Die sind immer nur so schnell leer, ne? Hier öffnen und wieder verschließen. Na, das mit dem Wiederverschließen werden wir wahrscheinlich eher weniger brauchen, aufgrund von... Sie werden ganz schnell auch vergessen. Oh, boah. Ich habe so Hunger. Okay, oh. Und ich liebe auch diesen Mix von süß und salzig. Und hier kommt gerade so ein schöner Karamellduft raus. Boah. Die sind lecker. Und dieses Salzige kommt leicht durch und verstärkt dadurch das Süße. Und das Crunchige mit dem Knusprigen kommt auch echt schön. Also das ist... gibt ein gutes Mundgefühl. Boah, mega. Ja, das sind halt Nudeln. Collezione Orecchiette. Okay, ja, das sind einfach von Barilla. Solche Muschelnudeln. Und die kannst du entweder für ein entsprechendes Gericht verwenden, was hinten drauf beschrieben, abgebildet ist. Oder Nudelsalat, da finde ich die auch immer sehr, sehr gut. Das ist cool. 500 Gramm, das ist eine normale Größe, ne? Wie gesagt, Basic-Produkte hat man hier auch mit drin. Hier haben wir schon das Produkt von Swiss Delights, also das, was quasi angeteasert wurde. Schoko Truffino Classic ist das. Da gibt es auch tatsächlich nur diese Variante. Genau. Die erinnern mich so ein bisschen an diese... Wie hießen die? Diese Röllchen. Habe ich vergessen den Namen.
Fand ich auch immer mega lecker. Die waren immer einzeln verpackt. Ihr wisst bestimmt, was ich meine, ne? Hier sind diese Röllchen drin. Wunderschön hergerichtet, servierfertig. Oh, okay. Pro Sashi haben wir nur ein Röllchen. Das heißt, es sind sehr deliziöse oder sehr, sehr hochwertige Geschichten. Die Schokokrassis fand ich besser. Aber die hier sind auch sehr, sehr lecker. Sehr schokoladig, sehr vollmundig. Oh. Als nächstes haben wir von Cup Noodles Ginger Chicken Savory Shiitake Soup. Das ist so eine Nudelsuppe. Sowas nehme ich mir gerne mit zur Arbeit. Ne? Dass wenn ich dann mal irgendwann Bock drauf habe, dass ich mir das einfach zwischendurch esse, dann machst du dir einfach Wasser drauf und das ist in 3 Minuten fertig. Finde ich auch einfach praktisch. Das ist mit diesen Shiitake-Pilzen und mit Ingwer und mit Hühnchen. Und das kann ich mir jetzt auch ganz gut vorstellen, auch wenn es ein bisschen kälter wird demnächst mal. Irgendwann, heute haben wir 30 Grad, läuft bei uns. Dann ja, esse ich sowas auch gerne, weil die meistens auch ein bisschen scharf mit dabei sind. Oh, guck mal. Hier haben wir gleich 2 Riegel von Yes Tasty by Nature. Okay, das sind so ja, Riegel für den kleinen Hunger zwischendurch. Finde ich auch ganz cool. Und hier sind auch in meinem Flyer beide abgebildet. Das heißt, es müssten eigentlich auch alle beide drin haben. Da haben wir einmal Pecan Banana and Dark Chocolate. Also das ist mit Pekannüssen, Banane und dunkler Schokolade. Und das andere, Dark Chocolate, Sea Salt and Almond Nut Bar. Also das ist quasi mit Seesalz, Mandel und dunkler Schokolade. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was ich lieber haben möchte. Ob ich die Banane möchte? Ich bin eigentlich kein Fan von Schokobanane. Ich glaube, ich probiere tatsächlich das mit dem Seesalz und den Mandeln. So schaut dieser Riegel dann aus. Also wir haben ordentlich viel Schokolade dran. Wir haben drunter Schokolade, wir haben oben drauf welche drüber gemacht. Und man sieht halt auch richtig schön die Nüsse. Mmh. Wenn man jetzt vorher diese süßen Sachen gegessen hat, ist es doch ganz schön dunkel. Also bitter. Aber lecker. Ein Tee darf zu der kommenden Jahreszeit echt nicht fehlen. Und zwar haben wir von Messmer nordische Beeren. Beerig süß nach skandinavischer Art. Ja, das ist einfach ein Früchtetee von Messmer. Mag ich ganz gerne. Kannst du bestimmt auch kalt trinken, ne? Wenn es noch nicht ganz so, ganz so kalt ist. Etwas, was wir uns aber direkt jetzt trinken können, ist hier von Coca-Cola Energy High Caffeine Guarana und B-Vitamine. Ja. Das dürfte ein Energy Drink sein. Hier steht hinten drauf, ohne Taurin. Das ist einfach Koffein natürlichen Ursprungs. Ich mache immer hier oben so drauf, damit mir das nicht um die Ohren fliegt. Ich hatte letztens in der Box so essbare Strohhalme drin. Die kann man sich hier super durchmachen. Oh. Okay, ich habe rumgesaut. Das sollte eigentlich anders laufen. auf jeden Fall kann man sich ja so essbare Strohhalme einfach durch dieses Loch machen, wenn man diesen das Aufmachding einfach umdreht. Ne? Da passt da immer ein Strohhalm durch und dann gibt es ja essbare Strohhalme. Die sehen ja aus wie eine Macaroni. Man sollte nur bedenken, dass das Getränk dann nach oben kommt. Und das versucht es die ganze Zeit wieder, deswegen muss ich es schnell auftrinken. Es schmeckt übrigens tatsächlich ganz normal wie Cola. Wir machen mal ein bisschen weiter, ne? Ja, sowas ist was für meinen Freund. Der wird sich da wahrscheinlich drüber freuen. Von Berggold Banana Bites Mini Gelee Bananen. Mag ich nicht. Ich habe ja eben schon gesagt, ne? Ich mag nicht so gerne Schokolade zusammen mit Bananen oder mit Früchten allgemein. Mag ich nicht so gerne in Kombination. Das ist Veggie. Mal gucken, ob er das mag. Ja, kriegt er dann. Ne? Also ich werde die jetzt auch nicht probieren, weil ich mag sowas nicht. Hier haben wir eine Gewürzmischung drin, die ist glutenfrei und reich an Gemüse. Von Vegeta Natur. Würzmischung mit Gemüse, mit Meersalz, ohne Hefeextrakt. Glutenfrei und reich an Gemüse. Ich muss dazu sagen, dass Hefeextrakt nicht immer negativ ist, wenn es Bierhefeextrakt ist. Denn da habe ich mich tatsächlich mal schlau gemacht, denn es ist ja natürlich. Das mit dem Hefeextrakt kommt dann eigentlich eher daher,
dass es von Backhefe ist, also quasi von künstlich produzierter Hefe. Ne? Also da einfach mal drauf achten, Hefeextrakt, Bierhefeextrakt, deutlicher Unterschied. Okay, ja, und das kannst du dir einfach ganz normal über deine Gemüsepfanne machen. Hier haben wir 150 Gramm drin, finde ich ziemlich cool. Und ja, damit kannst du dann entsprechend dein Essen einmal aufpeppen. Ja, Batida Coco, nee, Batida Com Rum von Mangarocca. 40 Milliliter sind hier drin, also so rum wäre es wahrscheinlich hübscher gewesen. Trinke ich nicht, weil wir nicht wirklich Alkohol trinken. Das liegt nicht daran, dass wir das nicht dürfen, weil ich jetzt irgendwie schwanger wäre oder so, sondern mögen wir einfach nicht so gerne. Und ja, das ist einfach mit Rum und Kokosnusswasser und aus Brasilien und ja, darum, ne? Ist halt Batida Com Rum. Ich weiß gar nicht, was sowas ist, aber ne? Alkohol. Oh, freche Freunde, milder Apfel. Ohne Zuckerzusatz. Ab 5 Monaten mit 100% Obst. Ja, das ist ja freundlich, ne? Das kann man nicht nur essen, wenn man erwachsen ist, Leute. Ne? Ich knete sowas immer so ein bisschen gerne durch. Ich habe das auch gerne so mit zur Arbeit. Als meine persönliche Portion Frucht, falls ich einfach mal merke, dass ich das mal wieder bräuchte. Natürlich, meine Schwiegermama in Spee hat Apfel- und Birnbäume, die bringen uns auch manchmal Obst vorbei. Alles wundervoll, ne? Also ich bekomme schon genug Vitamine, aber manchmal ist es ganz cool, wenn man sowas einfach mal so, ne, to go hat. Ja, ist einfacher. Schmeckt tatsächlich wie Apfelmus, ja. Es ist ja auch nichts anderes als Apfelmus, oder? Lecker. Ja, das hier ist ein Produkt, das hatten wir jetzt auch öfters mal in der Degusta-Box mit drin. Princess and the Pea mit ganz viel pflanzlichem Protein. Das ist ein Erbsendrink. Mm. Ja, und das besteht aus Wasser, Erbsenprotein, Rapsöl, Maltodextrin, Inulinzucker, Calcium, Phosphat, natürlichem Aroma, Emulgator, Lecithine, Meersalz und dem Stabilisator Gelan. Das trinke ich gerne in meinem Kaffee. Ja, oder ich trinke das als Kakao oder so. Oder in meinem Müsli, weil ich persönlich keine Kuhmilch mehr trinke. Also jedenfalls nicht mehr so, ne, als ganz normal Milchpackung kaufen und Milchpackung irgendwo reinmachen. Außer auf der Arbeit, weil da nehme ich jetzt nicht meine eigene Milch mit. Genau, weil das gesünder ist für mich. Ich merke das einfach. Ich vertrage nicht so sehr die normale Kuhmilch und deswegen versuche ich weitestgehend darauf zu verzichten. Auf jeden Fall, was das ganz normal Packung Milch kaufen und Packung Milch irgendwo reinmachen angeht. Achso, das ist jetzt nicht meine absolute Ersatzmilch, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt mal so Hafermilch, Mandelmilch, Kokosmilch und Erbsenmilch so in ein Ranking stellen würde, wäre die natürlich relativ weit unten, weil die halt schon noch so diesen leichten Erbsengeschmack mit dabei hat und dann auch die entsprechenden Geschichten etwas verfälscht. Aber ich finde es okay, ne? Also man kann es auf jeden Fall im Kaffee trinken und so weiter. Meine Liebste ist die Mandelmilch. Zwei Produkte haben wir noch. Das ist einmal von Loka Double Choc. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Schokolade. Das lasse ich jetzt tatsächlich mal aus. Crispy Cocoa Wafers with Cocoa and Chocolate Cream Filling. Also das sind solche Waffeln, die zum einen selber schon mal Schokolade beinhalten und dann hast du so eine Schokocreme da auch noch mit zwischen. Also das ist voll was für meinen Freund, der wird sich da echt drüber freuen. Und das ist neu. Ja, das finde ich ganz nett. Das ist halt auch wieder, ne, sowas sind dann halt immer in Full-Size-Größen hier mit drin. Du kannst halt die ganze Packung hier probieren. Wir haben jetzt aber schon zweimal Schokolade gehabt, deswegen reicht mir das jetzt einfach dreimal. Wir hatten ja auch die Regel. Ich liebe Schoki. Hätte hier persönlich noch ein bisschen was Salziges gebraucht in dem Sinne. Aber ja, mein Freund wird sich freuen. Kommen wir nun zum letzten Produkt und das ist hier so schön eingepackt, weil Glas. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht, dass es sowas von Rama gibt. Basilikumöl zum Dippen, Verfeinern und Marinieren mit nativem Olivenöl extra. Das ist 100% natürlich und wir haben hier tatsächlich auch richtig Basilikum drin. Ich weiß gar nicht, ob das so mit aufgefangen wird, weil die Flasche ja so dunkel ist. Aber man sieht hier richtig Basilikum drin. Das finde ich cool. Ja, Basilikumöl. Das kann man auch super verwenden dann für Salat oder sowas. Ne? Hier steht es auch Fleischsalate und auch Gemüsegerichte. Finde ich klasse. Also ich, ja, Rama ist so die Margarine, die meine Oma damals immer hatte. Finde ich ziemlich witzig gerade. Ja, nett. Gefällt mir. Cool.
ja, eine erfolgreiche Box, würde ich mal so sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Mir persönlich hätte das jetzt an Schokoladengeschichten gereicht, wenn wir nur zwei Sachen gehabt hätten und dafür dann vielleicht noch so ein bisschen was Salziges mit dabei. Aber ich fand die Box, wie so oft, einfach ziemlich lecker, ziemlich gut. Und ja, bringt mich jetzt gut durch den September, würde ich mal so sagen. Denk auf jeden Fall an die Verlosung. Denk auch gerne an den Rabattcode, wenn du möchtest. Ich habe aber alles nochmal in die Infobox geschrieben, weil ich baller euch ja hier immer mal wieder mit Infos zu. Und unten ist es dann nochmal in Ruhe zusammengefasst. Wie gesagt, hat mir alles sehr gut gefallen. Hat mir weitestgehend auch sehr gut geschmeckt. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Upsala. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.